Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Tutorial, heute nochmal aus der Reihe PowerPoint. Und zwar ganz kurz, wir möchten uns einfach ein bisschen mit den Bildern in PowerPoint beschäftigen. Ich habe hier einfach mal zwei Bilder ausgewählt und generell möchte ich euch einfach nur schnell zeigen, was es da für Möglichkeiten gibt, damit zu arbeiten. Denn oftmals, klar, wird man für die professionelle Bildbearbeitung Photoshop benutzen, keine Frage. Aber es gibt halt viele Dinge, die kann man wirklich auch ganz schnell erledigen in PowerPoint, wenn man das möchte. Ja? Und Photoshop vielleicht auch nicht gerade zur Hand hat oder sich eben nicht mit dem Programm auskennt. So, was kann man zum Beispiel machen? Also, beispielsweise, ich habe ja hier zwei Bilder. Ich habe hier Muten Roshi als Beispiel. Und allein, wenn ich ein Bild schon anklicke, dann finde ich das ja auch schon. Ja, also finde ich schon den Reiter Format hier und sehe dann direkt schon, was ich alles machen kann damit. Ja? Bildformat Vorlagen hier zum Beispiel, dass ich sofort das Ganze schon in eine andere Form packe, wenn ich das möchte. Also beispielsweise hier, ich habe das Bild ja gerade ausgewählt und gehe mal da drauf. Und sehe dann, das Ganze wurde schon in einem Kreis dargestellt. Ja, und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, die sind vorab schon hier zu finden, wie ich denn entsprechend mein Bild formatieren kann, je nachdem, wie ich das eben haben möchte. Ja? Was mir gerade gefällt, was am besten passt. So, ich kann hier oben natürlich auch einen Bildrahmen einfügen jederzeit, irgendeine Farbe. Sieht man jetzt hier noch nicht so stark, das liegt einfach daran, dass die Stärke hier noch nicht so groß ist. Aber hier würde man das sofort sehen, ja? Entsprechend, wenn ich dann auch die Farbe ändere. Gut, kann das natürlich auch, diese Farbe übrigens immer über die Pipette auch auswählen, wenn ich eine spezielle Farbe haben möchte, beispielsweise ich möchte diese Holz oder dieses Orange hier, diese Farbe, könnte ich mit der Pipette das auswählen, könnte da hinklicken und müsste eben jetzt habe ich ja meinen Rahmen im Moment auf diese Pipette liegen, wenn ich jetzt entsprechend auf den Bildrahmen gehe und das Ganze nochmal dicker mache, dann solltet ihr das auch sehen, Stärke entsprechend 6 BT auswählen, dann seht ihr, dass ich eben dieselbe Farbe habe, falls ich das brauche. Ja? Und gerade bei Business-Präsentationen ist es ja, was solche Sachen angeht, sehr, sehr wichtig, da wirklich einheitlich aufzutreten. Gut, was noch? Was finden wir noch hier? Also wir finden natürlich ganz oben verschiedene künstlerische Effekte, auch hier. Also Instagram lässt grüßen. Ja? Das heißt, wir könnten auch jederzeit hier ein Bild auswählen und dann mal schauen, was gibt es denn da für Möglichkeiten. Das Ganze zum Beispiel, ja, gehen wir jetzt hier rüber, das Ganze zu so einem Blur-Effekt, also verblassen irgendwie oder in Schwarz-Weiß oder wie auch immer darzustellen oder was ich auch ganz lustig finde, muss ich sagen, als ich es gesehen habe, war das hier, diesen Effekt. Keine Ahnung, den wird man in, wie gesagt, in der Business-Präsentation wahrscheinlich nicht brauchen, aber ja, es ist interessant, dass es das hier gibt. Ansonsten hier bei Farbe natürlich auch, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, ne? Farbsättigung, Farbton, hier neu einfärben, je nachdem, was für eine Farbe ihr gerade braucht oder natürlich auch hier weitere Varianten, entsprechend irgendeine Designfarbe vorab zu wählen, also ein Blauton hier oder was auch immer. Ja? Also sehr, sehr viele Möglichkeiten hier direkt, was Korrekturen angeht hier oben, auch scharf, weichzeichnen, Kontrast, hier unten noch weitere Optionen. Was man machen kann, was auch ganz nett ist, ist das Zuschneiden, also wenn mein Bild eben gerade nicht passt, ich da was wegschneiden möchte, könnte ich auch jederzeit hier auf Zuschneiden gehen, das auswählen, das Crop-Werkzeug im Englischen und könnte dann, je nachdem wie ich es eben möchte, irgendwas wegschneiden. Ne? Also zum Beispiel, ich möchte diesen unteren Bereich wegschneiden, könnte das Ganze dann hier hochschieben, je nachdem wie weit ich das möchte, zum Beispiel so hier hin und dann nochmal auf Zuschneiden klicken und schon wäre mein Bild dann entsprechend so, ja? Würde dann abgeschnitten hier. Kann das Ganze natürlich auch jederzeit, wenn ich das möchte, wieder ändern, also ne? Einfach zurückgehen. So, und hab dann mein Bild wieder, ja, im ursprünglichen Zustand. So, was ich auch machen kann beim Zuschneiden ist übrigens, wenn man mal diesen kleinen Pfeil hier unten drückt, dann findet man auch auf Form zuschneiden. Das heißt, ich könnte hier auch sagen, okay, ich möchte das Ganze zum Beispiel in einen Blitz, warum auch immer, zuschneiden, ja, und hätte dann so ein Bild. Gut, das kann ich auch machen. Was ich noch machen kann, das geht aber besonders gut bei zum Beispiel solchen Formen, die sich deutlich vom Hintergrund abheben, weil wir kennen ja oftmals, dass wir entsprechend vielleicht ein Bild haben wollen, aber nicht den Hintergrund. Und dann müssten wir das entsprechend freistellen und mit Photoshop gibt es ja zum Beispiel so Schneidewerkzeuge und andere Sachen. Was hier natürlich ganz gut gehen würde, weil eben sich der Hintergrund so stark abhebt, kann man das auch direkt hier mit freistellen. Ja? Ich müsste nur das Bild anklicken, gehe auf Freistellen und sehe dann diesen sozusagen lilanen Hintergrund und das ist das, was freigestellt würde, also was weggeschnitten wird. Und wenn das passt soweit, könnte ich direkt auf Änderung beibehalten gehen. Wenn das nicht passt, könnte ich auch zu entfernten Bereich markieren und könnte dann auch mit dem Stift quasi oder mit dem Pfeil entsprechend nachfahren, wie ich es entsprechend freistellen möchte. Hier habe ich Glück, weil sich eben meine Form deutlich vom Hintergrund abhebt, von den Farben her. Kann also auf Änderung beibehalten gehen und habe dann nur noch meine Form, wie man hier sieht, und habe das direkt quasi im Hintergrund komplett freigestellt.
Das würde hier nicht gehen. Ganz einfach deswegen, weil hier ist natürlich ein Weißton und der taucht natürlich auch bei Mutanroshi selber auf, ja, im Bart zum Beispiel oder eben hier bei seiner Kleidung. Das heißt, wenn ich hier das versuchen würde, würde ich direkt sehen, dass entsprechend auch hier das markiert würde. Ja? Also das würde dann so nicht funktionieren. Dann müsste ich dann entsprechend, wie gesagt, zu entfernen Bereich und dann könnte ich hier mit dem Stift individuell dann entsprechend auch den Bereich freistellen. Ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber kann man machen. Gut. So, aufwerfen. So, gehen wir raus. Gut, das ist es dazu. Und dann vielleicht noch eine letzte Sache, gerade in professionellen Präsentationen, weil es immer so eine Sache ist mit dem, dass die Dinge auch richtig angeordnet sind. Ja? Also gerade in Consulting-Präsentationen oder anderen Sachen. Also ich sehe immer noch manchmal viele Leute, die wirklich, oder ich habe in meiner Laufbahn auch viele Leute gesehen, die zum Teil die Dinge einfach noch mit der Maus verschieben. Und jetzt, gut, PowerPoint hat hier eine Hilfestellung. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Diese kleine rote Linie, sehr, sehr klein hier. Auf jeden Fall, wie man das verschieben kann. Aber gerade wenn man viele Grafiken hat oder das Ganze auch möglichst schnell erledigen muss, dann ist das nicht unbedingt die beste Wahl. Ja? Sondern könnte ich auch wirklich die Grafiken, die ich entsprechend anordnen will. Und dafür gibt es ja auch entsprechend hier dieses Anordnen-Fenster und das Ausrichten entsprechend. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass die jetzt nach oben hin ausgerichtet sind, dass ich dann entsprechend meine Grafiken ganz schnell ja, auswähle und dann entsprechend auch auf Ausrichten gehen und dann entsprechend eben, je nachdem, wie ich es haben möchte, oben ausrichten zum Beispiel und dann habe ich sie oben. Ja? Und dann sind die auch einheitlich und dann mache ich das nicht mit Hand so ziehen, weil, wie gesagt, da können Fehler passieren und es kann auch ziemlich lang dauern. Das ist echt, also sollte man es nicht machen. Gut, ansonsten, wie gesagt, hier gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten, wie man die Dinge verschieben kann. Man kann es ja, an Folien ausrichten, an Objekten ausrichten, je nachdem, was ihr da machen wollt. Ich kann die Bilder drehen, aber auch so sieht man hier oben. Ich könnte hier drehen. Ich kann das Bild aber auch, wenn ich einen bestimmten Gradwinkel haben will, jederzeit bei Drehen finde ich den hier dann entsprechend auch weitere Drehoptionen und könnte dann hier entsprechend auch ohne Probleme die Drehung auswählen, ja, die ich haben möchte. Das war es eigentlich mal ganz kurz, so ein bisschen zur Einladung zu den Bildern und was eben so jetzt standardmäßig, sage ich mal, in PowerPoint schon möglich ist. Wie gesagt, bei Weitem ist das nicht Photoshop, aber wenn es mal schnell gehen muss und wenn es wirklich nur um kleine Dinge geht, dann kann das ganz hilfreich sein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, freut mich das natürlich. Falls ihr was anderes sehen wollt, dann müsst ihr mir das natürlich sagen, denn ich kann ja eure Gedanken nicht lesen. Aber wie immer bleibt mir nur zu sagen, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.